Ja, Christian Schumacher, Paartherapeut, Beziehungscoach, Diplompsychologe. Heute haben wir mal wieder eine coole Frage rund um Pluspol, Minuspol. Ich weiß, dass diese Begrifflichkeiten manchmal schwierig sind, weil Verlustangst und Bindungsangst sind einfach so fucking ähnlich. Das kann man sich immer gar nicht vorstellen, bis man es mal durchschaut hat, das Ganze. Es ist einfach unglaublich. Warum und wieso wollen wir nicht alles erörtern in diesem Video, weil das macht es manchmal schwer, dass Menschen, die so an einem kleben, dass die trotzdem eigentlich sehr bindungsängstlich sind. Ne? Aber ich denke, das können wir ganz gut mal hier durchklären. Und am Ende des Weges, ist es sowieso vor allen Dingen die Frage, was ich immer wieder sage, vor allen Dingen mal im Modul 1 um Programmierungsliebeschips, ob die Chance und Dealbreaker eingehalten werden oder nicht, zumindest die Dealbreaker. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist es eigentlich auch egal, ob da jetzt Plus oder Minus ist. Und mir ist natürlich bewusst, dass auch Menschen, die so pluspolig rüberkommen, auch sehr toxisch sein können. Ne? Das ist überhaupt nicht die Frage. Es sind einfach nur so Begrifflichkeiten, um sich so ein bisschen zu verstehen, was so in Beziehung passiert, ohne gleich so stigmatisierende Begriffe zu benutzen. Ja, eine Nachricht von Arechnovka. Polwechsel innerhalb einer Beziehung. Hallo Christian, ich bin Anfang 40, lebe seit der Scheidung einige Jahre allein mit meinen Kids in der Pubertät. Nach 2 Jahren hatte ich eine kurze Beziehung zu einem bindungsvermeidenden Freigeist, welche im toxischen Liebeskummer endete. Ja, immer wieder zu gucken, auch das ist ja Thema in meinen Modulen, was für ein Liebeschip hast du? Liebeschip ist ja so, warum habe ich diesen Namen überhaupt gewählt? Da fragen sich vielleicht manche, diese Programmierung im Kopf, die dich immer wieder ähnliche Partner suchen lässt, so, ne? Wieder 2 Jahre später begann eine 4-jährige Beziehung mit Zorro, um welche es jetzt geht. Also Zorro, natürlich wie alle Namen hier, Kunstnamen. Er ist eher ein ruhiger, lieber Typ, wie er sich auch selbst betitelt. Anfangs habe ich die Beziehung beendet, da er in seinem heftigen Scheidungs- und Sorgerechtskrieg mit der Ehefrau war und zum Beispiel seinen Sohn, der anfangs noch bei ihm lebte, noch mit ihm im Bett schlief. Ja, wenn Menschen in so einem heftigen Scheidungs- und Sorgerechtskrieg sind, da muss man manchmal auch gucken, auf welcher Seite sind die denn im Sorgerechtskrieg? Sind die eher so Amber Heard-Style oder Johnny Depp-Style? Just saying. Wenn da so viel Bambule ist, klar, es können auch so co-abhängige Menschen sein, die versuchen, ihr Recht zu kriegen. Aber naja. Und ob jemand ruhig und lieb ist, das kann er 1000-mal sagen, das muss er halt beweisen, ne? Ich habe nicht das Gefühl, dass er in seinem Leben schon Platz für eine Beziehung hatte. Am Abend stand ich aber schon wieder vor seiner Tür. Warum? Ich hatte aber noch lange ein undefinierbares, also auf der anderen Seite der Tür oder, keine Ahnung, undefinierbares schlechtes Bauchgefühl. Sagen ganz viele Menschen, die in toxische Beziehungen kommen, dass sie am Anfang schlechtes Bauchgefühl hatten. Man, ich weiß auch nicht, wir sind ja nicht mehr trainiert, drauf zu hören. Ne? Ich meine, das haben Tiere, also Säugetiere zumindest, Menschen haben das, so einen sechsten Sinn, der ist Teil unserer Biologie. Ne? Und ja, und wir haben auch, sagt mir auch manchmal, dass die ganze Intelligenzentwicklung daher kommt, dass Menschen andere Menschen manipulieren und wir aber auch Tools brauchen, um, ich sage jetzt nicht, dass er manipuliert, aber Tools brauchen, Manipulationen aufzudecken, und das zeigt sich unter Umständen als schlechtes Bauchgefühl. Ne? Aber ich verstehe schon, dass das schwer ist, sich darauf zu verlassen. Sagen wir ganz viele Menschen, die was Blödes erlebt haben danach. Ne? Er war sehr bemüht, hat sich für mich verbogen, was ich nicht bemerkte, er mir aber später vorhielt. Ja, dann soll das lassen. Ne? Er war also eher der Pluspol. Er war eifersüchtig auf mein vorheriges, normales Single-Bunga-Bunga-Leben. Ja, aber das ist, also ich glaube nicht, das ist ein Pluspol. Ich sag mal gleich für mich, ist das so klassischer Minuspol? Ja, die sind auch. Das wirkt wie Verlustangst, das ist aber eigentlich so eine Kontrolle, und die sind vor allen Dingen, im Minuspol ist man halt so abhängig von Aufmerksamkeit. Ist nicht so abhängig von einer Person, sondern abhängig von Aufmerksamkeit und ja, auch eher von mehreren Menschen, so sage ich mal. Gucken wir mal, wie sich das hier ausspielt.
Und dieses kontrollierende, eifersüchtige ist eher sowas Minuspoliges, kein gutes Zeichen. Weil, mein Gott, wie kann man denn eifersüchtig sein? Ich meine, ich verstehe schon, wie man das kann, aber es ist natürlich irgendwie nur Ego und sollte jedem klar sein, auf Vergangenes, das spielt aber keine Rolle, ne? Und was weiß ich, wenn du einen Kaiser von China gedatet hättest, es geht ihnen einfach nichts an. Und es hat mit Liebe auch nichts zu tun, so, ne? Er war in seinem Single-Jahr angeblich abstinent. Ja, wie gesagt, und wenn du jeden Tag dreimal mit jemandem was hattest, das geht ihm nichts an. Ja, wenn er da neidisch drauf ist, dann soll er sich trennen und soll das auch leben. Fertig. Ja, das fing schon sehr schräg an, so, ne? Erwähnte auch von sich aus, ich sei die erste Frau in seinem neuen Bett. Ja, Hund, also Gott, wenn sowas schon immer so erwähnt wird, aber also würden, glaube ich, bei mir auch schon, hätte ich spätestens jetzt auch ein schlechtes Bauchgefühl, weil das einfach so eine absurde Kommunikation ist schon wieder, ey. Oh, what the fuck, ey. Oh, ja gut, das wird, glaube ich, noch krass, die E-Mail. Okay. Er war sehr nähebedürftig, das bin ich auch, von daher fühlte ich mich sehr wohl mit ihm. Ja, wie gesagt, das, ich will das jetzt nicht alles so ausloten, aber ich meine, wenn man sehr im Plus ist, hat man ein unsicheres Bindungsschema, wenn man sehr im Minus ist, hat man auch ein unsicheres Bindungsschema und man switcht manchmal zwischen den Extremen so, ne? Aber man kommt einfach nicht in die Mitte. Ne? Kennen, glaube ich, viele. Aber ich glaube, hier ist noch ein bisschen mehr im Busch. So. Ich hatte von Anfang an gesagt, dass eine Fernbeziehung nicht das ist, was ich möchte. Er meinte, er wolle sowieso das Haus verkaufen, sobald die Ex einwilligt und dann zu mir kommen. Ich meine, das ist auch schon wieder so eine absurde Diskussion hier. Ich weiß gar nicht, ist immer gerade zusammen und dann, ja, ich verkaufe mein Haus, ich komme zu dir. Das ist irgendwie, was auf was für einer Basis läuft so eine Diskussion jetzt, ne? Sein Sohn lehnt unsere Beziehung immer ab, sprach in meiner Anwesenheit nur einer dritten Person von mir. Ja, das hat oft mit den Eltern zu tun. Ich sage jetzt nicht, dass es immer mit den Eltern zu tun hat, aber das machen komischerweise viele Bindungsängstler, dass sie ihre Kinder so instrumentalisieren, dass die Kinder den neuen Partner ablehnen. Ich sage jetzt nicht, dass das alle so machen, aber ich bin schon sehr oft untergekommen. Du, dass sie es selber nicht machen müssen. Und dann sagen sie, du, ich kann wirklich nichts dafür, aber mein Kind, es kotzt jedes Mal, wenn du kommst. Und du, was soll ich machen? Wir können uns einfach nur einmal im Jahr sehen. Was soll ich machen, ne? Ah, deswegen Standards und Dealbreaker, befasst euch erst gar nicht mit so einem Zeug. Einfach so, okay, wir können uns nicht treffen. Ja, okay, klar, man geht dann, gucken wir vielleicht noch ein bisschen, aber am Ende des Tages ist es wurscht, warum er irgendwas nicht machen kann. Wenn das für dich eine frustrierende Beziehung ist, dann passt es halt nicht, ne? Er fordert nach unseren Familienwochen immer eine Sonderbehandlung ein, dieses gewährte Zorro ihm auch, wir waren nicht als Paar mit Kids unterwegs, sondern er mit seinem Sohn und ich mit meinen Kindern quasi nur dabei. Gut, es ist schwierig, weiß auch gar nicht, ob ihr überhaupt schon so eine Basis habt, dass man mit den Kindern was macht, aber ich verstehe das schon, manchmal geht es nicht anders. Aber das holpert und holpert ja nur, ne? Ist es schwer zu beschreiben. Irgendwie war er dann auch nicht mehr in seiner Polarität. Er hatte nur weibliche Bekannte. Jetzt geht der Scheiß wieder los, ey Leute. Warum ist es immer das Gleiche? Warum? Warum? Sagte sie mir. Ja, nur weibliche Bekannte, okay. Ja, das irgendwie wundert einen das jetzt schon gar nicht mehr. Die er in seinem Single ja kennenlernt. Ja, aber er ist neidisch auf dich, dass du ein erfülltes Single-Leben hattest, aber er hat ganz viele weibliche Bekannte. Also irgendwie weiß ich nicht. Wie seht ihr das denn? Könnt ihr ja gerne mal kommentieren. Merkwürdig, merkwürdig, merkwürdig. Ich vertraute zu 100%, da es wohl nie Körperlichkeiten gab. Ja, hat er gesagt. Ja, also ich meine, du kannst jemand erst vertrauen, wenn er auch sich bewiesen hat. Habe ich jetzt bisher noch nicht so festgestellt. Und dann, sonst ist so ein gewisses Restmisstrauen ist leider häufig angebracht in dieser kaputten Welt. Ne? Ich kann es auch nicht erinnern. Ne? Sein Sohn plauderte irgendwann aus, dass er mit M.
zumindest geküsst hatte. Ist das schon eine Red Flag oder darf man bei so etwas lügen oder sollte man über Vergangenes gar nicht erst nachfragen? Naja, der er dich ja scheinbar auch so gelöchert hat, darfst du natürlich auch fragen. Also ansonsten, finde ich, sollte man nicht so viel über Vorbeziehungen reden. Aber am Ende des Tages hat er dich angelogen. Also eine Lüge ist eine Lüge. Also es ist eine Lüge. Jetzt kann man sagen, ja, muss jetzt jeder für sich selber abwägen, wie schlimm das jetzt ist, aber also ich kann nur sagen, aus meiner kaputten Dating-Erfahrung, dass man Lügen, also wenn man früh feststellt, dass jemand lügt, kein gutes Zeichen, kein gutes Zeichen. Er hatte dann irgendwann keinen Kontakt mehr zu M. Ich fand jedoch im Urlaub eine SMS an sie, sind gut angekommen. Ja, spätestens jetzt ist es eine krasse, ätzende Lüge. Ist einfach, ich weiß nicht, dieses ganze Gelüge mal, Leute, was bringt denn das, ey? Was bringt das? Wollen wir wirklich noch so leben, dass wir immer und die Leute anlügen? Und das, ach, ich finde das so ätzend, ey. Ach, ich weiß nicht, riecht das richtig auf, ey. Das ganze Gelüge immer, ey. Mann, soll auch dazu stehen, ey, echt. Auf meine Nachfrage hin meinte, er hätte mich nicht angelogen, war beleidigt und redete Tage nicht mit mir. Das nennt man Gaslighting. Ne? So, hier, ich habe dich bei einer Lüge erwischt. Nein, ich habe nicht gelogen. Nein. Hier ist ein blauer Käfer. Nein, der ist nicht blau. Nein, der ist nicht blau. Nein, der ist rot. Aber er ist doch blau. Nein, er ist nicht blau. Guck doch mal hin. Nein. Der ist nicht blau. Das ist ein roter Käfer. Leute, ich in meinem Leben habe von solchen Diskussionen bis hier, egal wer, ich habe auch sowas, überhaupt keinen Bock mehr, ich sage immer, du, alles klar, 1 und 1 ist 5, mach weiter, ich bin ja raus irgendwie, das ist immer, nenne ich mal den 1 und 1 ist 5 Moment, alles klar, ich diskutiere auch gar nicht mehr mit Menschen, also, aber sorry, das ist Gaslighting, ne? Das heißt jetzt gar nichts, Gaslighting ist, also heißt schon, das ist halt eine sehr negative Beziehungstaktik, aber jetzt kommt mir nicht wieder, ja, es sind alles Narzissten. Nein, Gaslighting ist einfach negative Beziehungstaktik. Ich beschreibe auch hier nur Beziehungsdynamiken, mehr mache ich nicht, aber es ist einfach Gaslighting. Ne? Und tagelang nicht mit dir reden ist Silent Treatment, ist die nächste scheiß Beziehungstaktik. Ne? Ja. Er war so oft schnell beleidigt. Nächste große Problem. Ist auch alles in meinem Buch übrigens beschrieben. Das sind die Ego-Strategien, habe ich hier geschrieben. Tagelang vor allem, wenn wir mehrere Tage zusammen waren. Ja, das macht doch richtig Spaß, so eine Beziehung. Ja, richtig hoch, eine sogenannte Hochspaßbeziehung. Er wusste, meine Mutter hat das früher auch bei mir gemacht, für mich bedeutet das Höchststrafe. Ja, deswegen hast du es wahrscheinlich angezogen, würde ich jetzt so spirituell sagen, oder psychologisch kann man es auch sagen. Um das aufzuarbeiten und um diesen Anziehungspunkt jetzt auch aufzuheben, sage ich mal. Ne? Und er ist da quasi der Botschafter, dass du da bei dir mal gucken musst, warum hole ich diese Wiederholung in meinem Leben so. Ne? Einmal sperrte er mich auch in der Ponyhof-App. Nett. Also sorry, wenn jemand dich in einer Beziehung sperrt. Was für eine Basis ist man dann zusammen? Du musst dich natürlich auch fragen, wo, hab den Beutel gerade nicht hier, die Beutel gibt es noch ein paar, wo sind deine fucking Standards? Ich meine, es ist jetzt schon Gaslighting, Lügen, Silent Treatment, Blocken, der Sohn ist gegen dich. Was muss jetzt noch passieren? Schauen wir mal. Ich war immer die, ihn wieder kontaktierte, manchmal regelrecht bettelte. Ja, jetzt kommst du schon, es drückt er dich voll ins Plus und du kommst in die Liebessucht jetzt. Ja, jetzt sind wir wieder in einer toxischen Spur hier. Ich bin eine selbstständige, aktive, kritische Person, aber in Liebesdingen verliere ich meine Selbstachtung. Ja, kann man aber was dran machen. Ne? Kennen, glaube ich, ganz viele hier. So kam es, dass ich der Pluspol war und er der Minus. Das war schon die ganze Zeit so. Ja. Wie ist das innerhalb einer Beziehung möglich? Ja, guck mal noch mehr Videos von mir. Ich glaube, ich erkläre auch die Dynamik da in meinem Modul 1.
Also natürlich sind Modul 4, rede ich auch von den drei Modi der Co-Abhängigkeit, auch minuspolige oder meinetwegen egozentrische Menschen können auch auf so eine schräge Art sehr abhängig und bedürftig sein, nur die machen das halt so hinter Mauern und haben dann häufig das nicht zu einer Person, sondern brauchen jetzt Aufmerksamkeit. Also sie sind so süchtig nach Aufmerksamkeit. Ich kenne ihn jetzt nicht, aber das ist häufig, dass häufig so ganz viel Bestätigung braucht, nicht von einem Menschen. Ne? Und aber das ist für mich ist das ein ganz klar so Minuspolverhalten, ne? Ganz klar. Dass er zu mir zog, passierte natürlich auch nie. Gott, jetzt haben wir noch Future Faking. Also ist eigentlich so richtig wie so ein kleiner Kurs in toxischen Kommunikationsstrategien hier. Das sind eigentlich genau die Punkte, die ich auch in meinem Programm benenne. Haben wir eigentlich, was fehlt dir jetzt noch? Fast Forwarding fehlt noch, Doppelstandards. Mal gucken, was wir auch noch kriegen. Nach 2 Jahren gab es immer mehr Probleme mit unseren verschiedenen Erziehungsansichten. Er schlug vor, die Kinderwochenende nicht mehr komplett miteinander zu verrücken, damit sich die Situation beruhigen kann. Ja, jetzt wird schon gekrümelt und naja, die Beziehung ist schon auf dem absteigenden Ast, wobei ich mich sowieso frage, wie hast du das so lange ausgehalten? Naja. Daran hielt er sich nur eine. Ich drängte ihn den Kontakt. Nee, warte mal, sorry. Jetzt habe ich was überlesen. Er verbrachte sein Kinderwochenende dann aber mit einer Alleinerziehenden und ihrem Sohn. Ach, sag mal, wo sind deine fucking Standards? Was denn noch? Jetzt setzt er dir schon eine neue Frau vor. Muss er noch ein Schild auf die Stirn machen? Ich bin fucking illoyal oder was muss er jetzt noch machen? So. Ja, jetzt wird schon wieder die Next. Weiß es jetzt nicht, aber wäre so ein typischer Fall, wo die Next jetzt schon wieder rangezogen wird. Ach, das ist auch schon eine krasse Mail hier. Unter der Woche gemeinsame Treffen und so weiter. Ich wusste davon lange nichts. Sein Sohn musste dicht halten, wieder gelogen, wieder illoyal. Irgendwann war klar, sie möchte mehr von ihm. Ja, bestimmt nicht nur sie von ihm. Ich drängte ihn, den Kontakt abzubrechen. Also hier ist wirklich Hopfen und Malz verloren. Sorry, hier ist einfach Hopfen und Malz verloren. Was willst du denn da noch diskutieren? Leute, diskutiert nicht so viel. Also es ist meine Meinung, jeder muss es selber wissen. Und meine Ratschläge werden ja auch gerne in den Wind geschlagen. Ist auch völlig in Ordnung. Aber was willst du denn hier noch diskutieren? Ich meine, das ist einfach fucking illoyal. Er hat sich schon 1000 Sachen geleistet. Also du musst echt dringend mal deine Standards und Dealbreaker, vor allem die Dealbreaker, also für mich hätte er schon ungefähr 10 Dealbreaker gebrochen, aber gut, ich musste den Weg auch kommen, habe ich früher auch nicht gerafft, also alles gut. Daran hielt er sich nur eine Weile, alles eskalierte und vor einem Jahr trennte er sich von mir, endlich. Allerdings nicht wegen ihr, angeblich war es immer nur freundschaftlich. Sorry, ich kann das nicht glauben, echt. Ein paar Tage später war er mit ihr zusammen. Oh, was ist mit der Welt los, ey? Könnt ihr nicht mal die Raumschiffe schicken und uns hier irgendwie abholen oder mich wenigstens abholen und meine Blase abholen oder unsere Blase? Ey, sorry, das ist, ja, diese Welt, die ist einfach. Ich bin aber fassungslos, ich bin mal wieder fassungslos, echt. Hab aber auch zu viel Kisten gepackt heute, irgendwie riecht mich das noch mehr auf, glaube ich. Ich hatte heftigsten Liebeskummer, suchte immer wieder den Kontakt zu ihm. Ja, du bist liebessüchtig, aber was hat das hier mit Liebe zu tun? Also, so nenne ich das. Und wie gesagt, ich will das jetzt, da reden wir 3 Stunden, wenn ich das hier alles auferkläre, aber solche Beziehungen führen eben dazu, dass man immer abhängiger wird, ne? Dieses, ja, vielleicht, weil er auf deinem Liebeschip lief, weil du das schon kennst aus der Kindheit, intermittierende Verstärkung, also dieses Heiß-Kalt-Ding macht halt abhängig und ja, aber ganz ehrlich, also weiß nicht, finde nicht, dass du da traurig sein musst. Also echt nicht. Ich meine, also ganz ehrlich, solche Beziehungen, jetzt, ich meine, wir sind alle lichte Seelen, einem schönen Körper, aber solche Beziehungen gibt es wie Sand am Meer. Ey, da brauchst du dich nur irgendwo an die Straßenecke stellen. Also Straßenecke meine ich jetzt.
nicht im Sinne von, was ihr jetzt denkt, sondern an die Straßenecke und sagen, hallo, ich hätte gerne eine neue Beziehung oder irgendeine Ü30-Party. Das kannst du überall haben, ey, echt. Aber jetzt spielst du auch genau sein Spiel, weil das gefällt ihm, glaube ich, richtig gut. Jetzt kann er sozusagen die Neue daten, hat dich im Schlepptau. Könnte mir vorstellen, dass das jemand ist, der es richtig geil findet. Aber das ist nur eine Vermutung, ne? Er hat wegen mangelnder Gefühle nach kurzer Zeit mit ihr Schluss gemacht. Ich wollte nur einziehen zurück. Wir trafen uns, kamen uns wieder näher. Er sagt, er liebt mich. Ja, also ich kann ja nichts von Liebe sehen, sorry. Also, aber jetzt, ihr wisst ja, wie der toxische Kreislauf läuft. Lovebombing, Kritik und Anspannungsphase, Abschuss. Den haben wir jetzt einmal durch. Und dann geht es wieder von vorne los. Das heißt, es kommt wieder Lovebombing. Das ist wirklich Textbook hier. Nicht, dass er das jetzt unbedingt bewusst macht, aber es ist einfach Textbook, toxische Beziehung. Ne? Ja. Er liebt mich, er könnte nicht gleich wieder in eine Beziehung starten. Ja, da haben wir es wieder. Das Dreieck, die schöne Freundschaft plus. Jetzt hat das endlich, jetzt haben wir es alles da. Ist wieder Freundschaft plus und schön. Ich darf jetzt jede daten, weil ich habe ja nicht gesagt, wir sind in einer Beziehung. Und jetzt geht die Spieler, jetzt gehen die Spieler erstmal so richtig los. Zu seiner Ex würde er auch irgendwann wieder Kontakt wollen. Herrlich, das Dreieck, das Dreieck, da haben wir das Dreieck, das Dreieck, das Dreieck, das Dreieck ist endlich da. Ah, sorry, wenn du neu bist, es ist einfach, jede zweite Mail ist mit dem Dreieck. super toxisch, keine Dreiecke. Haltet euch auch sowas raus. Ich meine, er hat so, ich weiß, wie so, also ich weiß, wie du da reinkommst, ne? Ich verstehe dich total, ich kenne diese Dynamik, habe auch in solchen Beziehungen. Glaub mir, wenn du da die Arbeit an dir gemacht hast und du guckst da, weiß ich nicht, in 2-3 Jahren zurück, fragst du dich, was hab ich da gemacht? Da ist ja gar nichts, nichts. Das ist einfach nur Drama, Dopamin, Liebessucht und nichts. Ne? So, gut. Er könnte so gut mit ihr reden. Ja, es geht bestimmt um Reden hier, das glaube ich auch. Am nächsten Tag schrieb mich seine Ex an und so kam es raus, dass es keine Trennung gab, sondern dass er sich etwas zurückgezogen hatte und, oh, sie hat das, finde ich, gut. Ja, die hat bestimmt das Gleiche erlebt. So kam raus, dass es keine Trennung gab, sondern er sich nur zurückgezogen hatte und quasi Freundschaft plus daraus gemacht hatte. Ja, jetzt fragt man sich natürlich, was ist da sowieso die ganze Zeit gelaufen? Was war in seinem angeblichen Single-Jahr? Und, sein Sohn lebt mittlerweile auch nicht mehr so viel bei ihm. Neben meiner Liebessucht, da sagst du es ja auch selber, sehr gut, meldet sich auch der Verstand. Das war klar, dass ich einen Menschen eigentlich, so einen Menschen nicht leiden kann. Ja, guck mal, jetzt bist du endlich wach. Auch nicht, wie er seine Ex dann abserviert hat. Er nervte mich mit seiner Trägheit und ich triggerte ihn unheimlich in meinem Tonfall. Ja, ob du jetzt triggerst oder nicht, ich kann nur immer sagen, haltet eure eigene Spielfläche sauber, man weiß nie, was noch kommt. Und dann kann man immer sagen, hey, ich habe hier immer fair gespielt. Im Neustart hatte er auch Probleme beim Indoor Olympics. Ja, gut, das tut jetzt, glaube ich, nicht so viel zur Sache. War das ein schlechtes Gewissen oder? Das kann ich dir nicht sagen. Wenn ich frei hatte und allein in den Wald ging, wenn er am Arbeiten war, war er beleidigt. Ja, du darfst, jetzt haben wir auch schon die Doppelchance, du darfst natürlich gar nichts. Er kann mit X, also zumindest mit dir was anfangen, mit ihr was anfangen. Lügen, Gaslighting, was haben wir noch alles. Aber du darfst nicht in den Wald gehen. Ja, aber so ist, so läuft das in diesen Beziehungen. Das ist einfach so. Man kann sich auch darüber aufregen, aber man kann es lassen. Es bringt alles nichts. Ne? Du kannst ja auch sagen, ja, wie kannst du so sein? Es bringt alles nichts. Glaub mir, es ist einfach nur sagen, Mensch, alles Gute, guten Weg, gute Reise. Mach du mal deine Spielchen weiter. Aber ich spiele nicht mehr mit. Das ist das Einzige, was man machen kann. Ne? Dann gab es wieder Schweigebehandlung. Dann hat er, das ist alles, ja, jetzt bestraft er dich. Dann hat er gesagt, er kommt einen ganzen Monat nicht. Er war also immer am längeren Hebel. Ja, aber warum? Du gibst, ich sag das jetzt, das ist jetzt keine Kritik von mir, aber ich habe das früher auch nicht verstanden, du gibst diese Macht aber auch ab an ihm. Ne?
deswegen sitzt du auch im längeren Hebel. Also ich, wie gesagt, ich weiß, wie das passiert. Ich will dich dann nur ein bisschen aufwecken. Ich weiß, das muss man erstmal klar kriegen und da muss man sich da rausarbeiten. Aber ja, du gibst diese Macht ab, wahrscheinlich, weil du das kennst. Weiß ich, musst du mal gucken. Aber ist alles nicht schlimm. Ist ja jetzt nichts, nicht viel passiert. Also bist nicht schwanger. Hast mir kein Flugzeug geschenkt. Also kann man alles handeln, alles gut. Ja. Also kam die endgültige Trennung, er gab mir die komplette Schuld. Jetzt haben wir noch die Schuldumkehr, die Schuldumkehr. Das ist eine krass gute Mail, ist einfach alles drin. Ja, zieh dir das nicht an. Lass ihn doch sagen, was er will. Also ich bin sicher, auch wenn du einer guten Freundin das erzählst, sie würden basically das Gleiche sagen, was ich jetzt sage. Also mit ihren eigenen Worten. Wenn ich nur das Wort Trigger erwähnte, sagte er mir, ich soll mit dem Psychomiss aufhören. Ja, du kannst, da kann man kein Gespräch führen. Ne? Er wolle sich nicht reflektieren. Ja, das ist mal eine klare Aussage. Jetzt ist er wieder bei ihr. Ja, aber wie lange? Naja, das wird so weitergehen. 100 pro. Hauptsache, du hältst dich da jetzt raus, wäre mein ganz dringender Vorschlag. Weil du wirst über die auch wieder melden. Wahrscheinlich. Mein Liebeskummer ist diesmal nicht so schmerzhaft. Deine Kurse habe ich gemacht, danke dafür. Aber irgendwie lässt mich der Gedanke nicht los, warum er während unserer Beziehung mit ihr quasi einen auf Happy Family gemacht hat und nur schlecht über mich geredet hat. Was ich dazu sagen kann, das ist ja völliger Blödsinn. Ne? Ich meine, das ist halt das Spielchen, was er spielt und was weiß ich, er macht sie vielleicht vor dir schlecht, er macht dich vor ihr schlecht und vielleicht gibt es auch noch, will ich da jetzt nicht antreten, vielleicht ist es auch noch eine dritte, ich weiß es nicht. Und alle macht er vor seinem Hund schlecht und ich weiß es nicht. Das ist halt, wie er ist. Du kannst ja nichts dran machen. Aber du musst es auch nicht auf dich beziehen. Du kannst sagen, sorry, das ist nicht meine Art zu reden. Ich habe Bock drauf und fertig. Aber was ich dir sagen kann, und das ist wirklich guter Rat, dieses drüber nachdenken, warum er das gemacht hat, hält dich in dieser toxischen Schleife. Also ich weiß, dass Gier möchte mal eine Erklärung haben. Ich kann dir sagen, wenn du da nach 2 Jahren drauf guckst, wirst du in dieser Rückschau, oder vielleicht auch früher, weiß ich nicht, in dieser Rückschau verstehen, was passiert ist. Aber jetzt, so kann ich dir nur raten, leb dein leistgeiles Leben, geh auf null Kontakt, mach die fucking Kurse. Wenn es dir wirklich nicht gut geht, holst dir noch Support vor Ort irgendwie. Und was weiß ich, wenn sie an einen Hausarzt, gehst zu einer Beratungsstelle, keine Ahnung, machst eine Psychotherapie, wenn du dann nochmal in die Tiefe gehen willst. Und ja, ansonsten wird dir null Kontakt viel weiterhelfen. Das bin ich mir ganz sicher, wenn das machbar ist für dich. Aber du siehst ja schon, dass du da langsam Boden gewinnst. Und dieser Prozess, das kann ich dir auch sagen, auch so ätzend der auch ist, wird dich unheimlich weiterbringen. Wird dich unheimlich weiterbringen in deiner Persönlichkeitsentwicklung und wird dir einen riesen Schub geben, dass du vielleicht irgendwann diesem Typen dankbar bist, ne? dass er dir so einen Raketenschub gegeben hat. Jetzt musst du halt auch scheiße Gold machen, aber es geht. Ne? Warum ist er wieder zu mir gekommen? Das war doch keine Liebe, wenn er jetzt wieder bei ihr ist. Aufmerksamkeit ist die Antwort. Ganz viel Drama und Aufmerksamkeit generieren und schöne Spielchen spielen, weil das ist, bist du auch viel zu finden im Internet, dass diese Dreiecke bieten einfach, wenn man so drauf steht, dass Leute sich so verwickeln in einen und dass die so ganz viele Emotionen auf einen geben und dass sie sich unheimlich mit einem beschäftigen. Das ist ein Dreieck einfach ideal. Ne? Da sind alle sind aufgewühlt und was ist denn jetzt? Kommst du zu mir? Gehst du zu ihr? Kommst du zu mir? Gehst du zu ihr? Oh nein, warum nicht? Und oh nein und nee, doch nicht. Und ach, jetzt hast du doch, oh nee, jetzt brauche ich noch wieder Freundschaft plus. Also das ist eine unendliche Dramaquelle und ich glaube, das ist die Antwort. Ne? Mit Liebe hat das nichts zu tun. Nee, nee. Lasst euch das nicht sagen, dass es irgendwas mit Liebe zu tun hat. Warum findet so ein Typ gleich 2 Anführungsstrichen blöde Frauen? Die seid nicht blöde, nur also sein Spiel ist ja auch nicht so
kein gesundes Beziehungsmuster, sage ich jetzt mal. Das ist seine Art, mit vielleicht bestimmten Wunden, womöglich aus der Kindheit, umzugehen. Deine Art, mit bestimmten Wunden aus der Kindheit umzugehen, ist vielleicht so eine co-abhängige Wahl. Wie gesagt, das können wir ja nicht alles erörtern. Da musst du einfach mal gucken für dich. Und das ist eben deine Wahl. Und aufgrund eurer Programmierung habt ihr Anziehungspunkte gehabt und habt euch gefunden. Und die gab es eben zu der anderen Frau auch. Die ist wahrscheinlich an einem ganz ähnlichen Punkt wie du, nur hat die diesen komischen Psychologen im Internet hier nicht gefunden. Aber ja, ist eine, wahrscheinlich an ähnlichem Punkt, und aber ist nicht dein Bier. Und so Menschen wie diese können ja auch ziemliche Welle machen und können sind irgendwie interessant vielleicht. Ich meine, ich finde, sag ganz ehrlich, ich bin da mittlerweile so, ich finde sowas auch nicht mehr interessant, ich finde es einfach nur noch abfuck und abtörend, aber kann mich auch noch daran erinnern, wie man sowas interessant fand und vielleicht war der irgendwie cool oder charmant, aber ja. Er hat mich direkt geblockt. Ja, wunderbar, brauchst du das nicht machen. Na, du sollst es auch machen. Also mach einfach das, was ja vielleicht den Liebeskummerkurs mach einfach auf jeden Fall das, was da drin ist. Block du ihn auch, brich alle Brücken ab, sonst kommt er nur wieder. Und das glaub mir, 6 Monate Nullkontakt. Du bleibst natürlich in Nullkontakt mit ihm, aber glaub mir, so in 3 Wochen wird es sehr wahrscheinlich besser gehen, in 3 Monaten noch besser, in 6 Monaten noch besser. Warum weiß ich das? Weil es eigentlich, wenn man im Nullkontakt bleibt, im vollständigen Nullkontakt, geht es eigentlich, also alles, fast alles, was ich gehört habe, geht es einem ziemlich schnell besser. Und wenn nicht, ja, dann kümmert sich halt darum. Aber also der Schlüsselpunkt, und das sagen alle, die sich mit diesen Dynamiken auskennen, der Schlüsselpunkt ist nur Kontakt, ne? Wenn man wirklich will, dass es einem besser geht, ne? Und dann in dieser Zeit kann man ja dann machen, was man machen will. Selbstliebe-Reise gehen, nice, geiles Leben, vielleicht aufarbeiten, psychische Thematiken, wenn du was für dich willst, wo auch immer du was machen willst. Und ja, Hauptsache bleibst du im Nullkontakt, so, ne? Und dann vielleicht mal gucken, ob du da so Muster hast und dieses Muster aufbrechen. Das ist so grob der Weg, ne? Und da gibt es noch genug Hürden, aber dafür sind wir hier. Spannende Sachen, also gräm dich da auch nicht. Dafür sind wir hier. Da wirst du irgendwann drüber lachen, wird sagen, was für eine abgefahrene Kram war das? Was habe ich denn da gemacht? Und wie gesagt, aus meiner Sicht ist hier auch nicht, ja, du hast schlimmen Liebeskummer, aber du hast nicht, was manche auch haben, das Haus verloren, Kinder mit ihm. Und Also aus meiner Sicht, aber ich weiß nicht, ob du damit was anfangen kannst, bist du hier mit 2 blauen Augen rausgekommen und jetzt lebt dein Leben weiter. Und wenn du dann Liebeskummer hast, das ist fake, das ist wirklich fake. Wonach? Ich meine, hast die Shitlist quasi schon selber geschrieben hier, ne? Manchmal wünschte ich mir von ihm ein kleines Bedauern. Ja, das ist dein Ego, ist total menschlich, aber ja, mal ganz ehrlich, ja, natürlich wird er das bedauern auch mal, aber was. Also, ich kann das total verstehen. Also, ich hatte das nach meinem Toxi-Toxi-Beziehen, hatte ich das auch. Ja, es soll den leid tun und so, aber das ist letztlich auch nur wieder Bindungen, die einen nicht wegkommen lassen davon, ne? Oder irgendeine einzige Bestätigung, das ist doch nicht so leicht, das mich einfach einzutauschen. Also jeder Mensch ist was Besonderes, auch für ihn. Natürlich wird ihm das auch mal leid tun, nur es führt zu nichts. Aber ich kann verstehen, dass du das haben möchtest, nur eigentlich brauchst du es nicht so, ne? Weil natürlich bist du was Besonderes, da braucht dir keiner bestätigen, ne? Kann ich dir auch sagen, dass du was Besonderes bist. Alle beteiligten Kinder in diesem Drama hatten natürlich einen hohen Stellenwert. Nee, alles gut, dass es hier nicht um die Kinder geht. Ist auch völlig klar. Ja, vielen Dank für deine Nachricht. Hoffe, ich habe dir auf liebevolle Weise den Kopf gewaschen, sowas wie immer gedacht. Und du schaffst das auf jeden Fall. Dein gutes Gefühl und wir sehen uns bald wieder.